Buzz Aldrin's Space Program Manager. Das ist das Spiel, das wir euch jetzt zeigen wollen. Eine Mischung eigentlich aus einem Computerspiel und einer Simulation, einem Lehrprogramm, einem Lernprogramm. Ein ganz ungewöhnliches Computerspiel auf jeden Fall. Und das wollen wir euch zu zweit zeigen. Ich bin Writing Bull und ich habe mir jetzt mal jemand mitgebracht für ein Let's Play Together, der ja sehr ungewöhnlich ist mit seinem Background, nämlich kein Spielejournalist, kein Spielefan aus irgendeinem Forum, kein Let's Play-Kollege, sondern ein ganz handfester Naturwissenschaftler, Olaf Ritscher, hi. Hallo. Ja, und trotzdem interessiert am Space Program Manager. Du hast ihn selbst ja auch schon mal angespielt. Erster Eindruck, was gefällt dir, was nicht? Mir gefällt, dass es ziemlich realistisch abläuft, dass da sehr viele Infos sind und man gewissermaßen in die Rolle der Raumfahrtpioniere reinschlüpfen kann. Olaf ist Biophysiker, das sind die Leute, die quasi die Allrounder sind in der Naturwissenschaft, die von allem ein bisschen was können und wie ich hoffe, so viele kleine Details auch, die du mitbringen kannst, vielleicht auch zur Geschichte der bemannten Raumfahrt und zu den vielen wissenschaftlichen Hintergründen interdisziplinär aus den verschiedensten Wissenschaftsgebieten, die hier eine Rolle gespielt haben. Wir wollen versuchen, jetzt mal wirklich ein ganz ungewöhnliches Let's Play Together zu machen, wo wir auch diesen Lernsimulationscharakter von diesem Programm ein bisschen auch widerspiegeln in unserer Art der Kommunikation. Space Program Manager ist erschienen im Oktober bei Slytherin. Das ist dieser Publisher, die eigentlich Rundenstrategie machen, knallharte Spiele. Und auch das hier ist ein Spiel, das im Rundentakt stattfindet, aber eben auch ganz, ganz ungewöhnlich ist für ein Computerspiel. Kurzer Blick vorab in die Einstellung. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel Musik und Geräusche, kann man einstellen und mit den Tooltips aufploppen oder nicht und mit welcher Verzögerung Sprache. Gott sei Dank mittlerweile auf Deutsch. Und dann werfen wir mal einen Blick. Mehr Spieler schlabbern wir, das habe ich mir nicht richtig angeguckt, in das Einzelspielermenü. Und da gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Modi, Olaf. Ja, wir können jetzt zum Beispiel uns einfach mal überlegen, dass wir die russische Seite spielen oder die USA-Seite. Das ist dann ziemlich dicht an der Geschichte dran. Oder wir machen eine internationale Mission von der sozusagen GSA. Die hat es nicht wirklich gegeben. Aber damit kann man Missionen machen, die im Prinzip hätten ablaufen können, wenn die Menschen sich damals einig gewesen wären bei der Eroberung des Weltalls. Das ist sozusagen rückwärtsgewandte Science-Fiction oder alternative Geschichtsschreibung. Wie eigentlich bei fast jedem Computerspiel mit einem realen Hintergrund, das eine Globalstrategie macht, dass man immer versucht, die Geschichte ein bisschen umzuschreiben. Aber wir machen es mal ganz realistisch. Eigentlich auch deswegen, müssen wir ganz ehrlich beichten, weil wir hier am meisten auch wissen über die tatsächliche USA-Kampagne, die es gegeben hat. Das Wettrennen darum, wer den ersten Mann auf den Mond schickt, obwohl ich als Kind eigentlich gelernt habe, dass da immer schon einer lebte, oder? Na, die Indianer sehen auf dem Mond keinen Mann, sondern einen Hasen. Oh. Vielleicht waren die Hasen die ersten Leute, die tatsächlich das Weltall so besiedelt haben. Und wenn wir irgendwann mal es schaffen, auf den Mars zu kommen, dann hoppeln uns die ganzen Kaninchen entgegen. Das könnte sein. Unser Wettrennen besteht halt darin, dass wir den ersten Menschen auf den Mond schicken im Wettlauf mit den Sowjets. Wer es als erster schafft, sie oder wir, die haben gewonnen. Ich starte mal und ihr seht auch gleich, dass das hier Schwierigkeitsgrad nehmen wir normal, der reicht eigentlich aus. Es gibt 3 zur Auswahl. Der Unterschied besteht in erster Linie daraus, wie viel Geld man zur Verfügung hat, um seine Ziele umzusetzen und wie viele Tipps man bekommt, wenn man seinen Berater aktiviert. Normal sollte für ein Let's Play, glaube ich, genügen, denke ich. Und was ihr auch seht, das ist die Art der Präsentation. Ich finde, diese sehr bild- und textlastige Präsentation, die passt gut zum Zeitgeist der 60er Jahre, oder? Ja, so dürften damals auch die Fernsehprogramme ausgesehen haben. Da haben die Leute, wie jetzt hier rechts der Herr, Anzug und Krawatte getragen mit Weste. Ich glaube, heutzutage würde man so nicht mehr ins Fernsehen kommen. Also ich sitze hier tatsächlich so vor einem Mikrofon. Ich habe mich ganz stilecht hier hingesetzt, trage Weste, Anzug und Krawatte. Und wenn ich bisweilen ein bisschen undeutlicher zu hören bin, dann deswegen, weil ich mir ganz stilecht gleich bei der Durchführung unserer Missionen einen Helm aufsetzen werde. Ich bin auch stilecht. Ich habe einen Hoodie vom Kennedy Space Center.
das ich dort gekauft habe, an. Und ich hatte auch einen Ausweis, mit dem ich ein Jahr lang dort umsonst reingehen konnte in die Ausstellung. Ich war zwar nur 2 Wochen dort, aber das lohnte sich dann schon, den Jahresausweis zu kaufen. Hm. Ein Klick weiter und das ist tatsächlich ein Deutscher. Werner von Braun. Das ist Werner von Braun, der Raketenpionier im Guten wie im Schlechten, der nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA gegangen ist, um dort seinen Traum weiter zu verfolgen. Vielleicht kommen wir nachher noch ein bisschen zu so ein paar biografischen Sachen von ihm, weil er in den USA sehr verehrt wird, während man seine Rolle in Deutschland gerade wegen seiner Aktivitäten im Zweiten Weltkrieg sehr unterschiedlich sieht. Kleiner Textbug, der sofort auffällt. Wir werden zwar bei der NASA willkommen geheißen, weil wir die US-Kampagne spielen, aber hier ist der deutsche Text-Key, der ist nicht perfekt angepasst. Hier werden wir begrüßt bei der GSA, bei dieser fiktiven Weltraumorganisation. Lasst euch davon aber bitte nicht in die Irre führen. Und was ihr hier auch seht, das ist hier zum einen vorneweg, es gibt hier Geld, auf das wir ein bisschen aufpassen müssen. Eines müssen wir allerdings vorab ganz klar sagen. Wenn hier steht, $3,000 hätten wir für die nächsten 4 Jahre zur Verfügung, das ist natürlich echt ein bisschen anders. Aber wir wollen ja gar keine langen Debatten darüber anführen, ob hier vielleicht 3.000 oder nochmal 3 Nullen gemeint ist, ob das hier ein Milliarden-Millionen-Wert ist oder was auch immer. Das sind abstrakte Geldwerte. Das ist ein Computerspiel und ansonsten gibt es halt Credits, hier gibt es Dollars, aber bitte keine Debatte darüber, wie viele Nullen man da dranhängen müsste. Und jetzt ein Spielfeature, das wird in diesem kurzen Text auch schon erklärt und das ist sehr interessant, das ist dieses Prestige. Je nachdem, wie viel Prestige man bekommt, je nachdem bekommt man auch entsprechend mehr Geld zur Verfügung nach Ablauf einer bestimmten Rundenzahl. Ja, PR ist alles in den USA. Auch als Let's Player. Wenn man nicht sich einen guten Ruf aufbaut, dann sind die Zuschauer gleich wieder futsch. Ich bin gespannt, wie viel Prestige wir erringen werden mit unserem Let's Play. Oh, wir werden jetzt doch natürlich gleich ganz erfolgreich ins Weltall fliegen und werden wunderbare Missionen haben und die Zuschauer werden an den Bildschirmen kleben und uns viral weiter verbreiten im Internet. Genau, wir begrüßen ganz klassisch alle Schwarz-Weiß-Zuschauer, die an den Bildschirmen mit ihren Nasen kleben. Das hier ist das 2D-Bild, ja alles in diesen sehr hübsch gemalten, aber komplett unanimierten Bildchen. Das ist der Weltraumbahnhof der NASA und eine Sache daran ist, wenn ich richtig informiert bin, Olaf, komplett fiktiv. Hier sind nämlich wirklich alle Einrichtungen der NASA an einem einzigen Standort konzentriert. Ja, die waren in Wirklichkeit über die USA verteilt und teilweise mussten die Astronauten auch, wenn sie so ihre Zentrifugentests machen wollten, erstmal durch halb Amerika fliegen, um dahin zu kommen. Es sieht aber da tatsächlich in Florida am Kennedy Space Center so ähnlich aus. Da stehen die Gebäude nicht so dicht, es sind nicht so viele, aber das war früher tatsächlich mal so ein Sumpfgelände, das direkt am Meer liegt. Und man sollte dort auch unbedingt auf den Wegen bleiben. Erstens mögen die Amerikaner es nicht, wenn man dort eventuell ein wenig spioniert. Und zweitens mögen die Alligatoren es wunderbar gerne, wenn man dort aussteigt und im Sumpf sich ein wenig verläuft. Alligatoren gibt es da übrigens ziemlich viele. Da schätze ich ja über alle Maßen mal ein Let's Play zu spielen, bei dem wir an irgendeinem exotischen Schauplatz sind. Und mein Mit-Let's Player, der war schon mal da. Ja, das war auch toll. Also wir haben zwar versucht, damals meine Frau und ich, Raketenstart zu sehen, einen Start von einem Space Shuttle, und es waren 3 Raketenstarts angekündigt und letztendlich haben wir erlebt, dass 3 Raketenstarts verschoben wurden, verschoben wurden, verschoben wurden und wir keinen einzigen gesehen haben. Aber was es dort an Ausstellungsstücken gibt, das ist einfach für Raumfahrtenthusiasten fantastisch. Wollen wir natürlich hoffen, dass wir ein bisschen erfolgreicher sind als die reale NASA und dass uns ein solcher Start hier glücken wird. Ein Klick hier auf das Lupensymbol und wir haben eine schnellere Orientierung. Ihr seht, da wo die Zahlen hier aufgeploppt sind und die Legende hier rechts oben. Es gibt in dieser Welt eine ganze Reihe von Gebäuden, die nicht ganz so wichtig sind. Die sind hier einfach nur so generisch platziert. Das sind hier irgendwelche Hilfsbauwerk und halt all die Bäumchen im Hintergrund und die Wellen und der Horizont und der Flughafen, aber ein paar Gebäude, die sind richtig wichtig fürs Spiel und vorneweg eines der allerwichtigsten Gebäude ist dasjenige, ist die Zentrale natürlich, hier, Nummer 3. Und um unsere Aufgabe hier zu beginnen, um ein erstes Programm zu starten, können wir entweder auf dieses Gebäude draufklicken oder alternativ, schaut mal hier rechts,
ganz unten auf die Menüleiste hier drauf klicken. Das ist im Prinzip völlig egal, worauf man klickt. Das Prinzip ist 03, das heißt, bis zu drei Programmen können wir parallel unterhalten, also drei Ziele, die wir verfolgen. Und im Augenblick haben wir 0 davon gestartet. Vielleicht machen wir aus der 0 mal eine 1, Olaf. Ja, das wäre für den Start ganz gut. So sieht unser Sonnensystem aus. Alle Planeten fein säuberlich in Reihe. Und? Ja, und einer hat da so einen blinkenden Kreis. Das ist die Erde. Für diejenigen, die sich im Weltall nicht so gut auskennen, ist das ein wenig hervorgehoben. Ja, das ist uns der Planet, auf dem wir leben. Für diejenigen, die sich noch weniger auskennen. Wir können später im Laufe des Spiels auch noch woanders hinfliegen, entweder selbst hinfliegen oder, was realistischer ist, wohl Sonden hinschicken oder irgendwelche ferngesteuerten Exkursionen und Erkundungen da betreiben, zum Saturn beispielsweise, zum Jupiter, bis zur Sonne können wir fliegen. Aber fangen wir mal ganz profan an auf der Erde, denn das große Ziel, einen Mann oder ein Kaninchen auf den Mond zu schicken, das fängt ganz, ganz klein an. Klicke auf die Erde. Ja, wir müssen erstmal überhaupt ins Weltall kommen, denn so einfach ist das ja nicht. Fahrstuhl dahin gibt's nicht. Nee. Obwohl es tatsächlich Pläne dazu gibt, sowas zu bauen, aber ich glaube da nicht ernsthaft dran. Also bei, lass mich nicht lügen, ich glaube bei Civilization 5 oder 4, ich glaube bei 5, da gibt es das, da kann man ein Weltwunder errichten, einen Weltraumlift, wo man alle Sachen in den Weltraum hochbringen kann zu einer Orbitalstation. Gab es aber bislang wirklich noch nicht. Erinnert mich ja auch ein bisschen an das Märchen, wo die Leute diese Riesenbohnen in den Boden werfen und dann gigantische Bäume bis zum Himmel wachsen. Ist vielleicht auch mehr ein Märchen-Menschheitstraum als ein wirkliches Vorhaben, oder? Aber vielleicht mussten die Astronauten deshalb so sportlich sein. In Wirklichkeit haben die gar keine Raketen benutzt, sondern Bohnen. Ja, ganz genau. Und so per Definition fängt der Weltraum nach 100 Kilometern an. 100 Kilometer eine Bohne hochzuklettern, das ist schon eine Herausforderung. Definitiv, für jeden Weltraumgärtner. Fangen wir vielleicht damit an, mit dem, was uns als simpelstes, als erstes auch vorgeschlagen wird, einen Forschungssatelliten zu schicken in das Erdorbit, also in die erdnahe Umlaufbahn, die einfachste Programmkategorie. Ich mache mal einen Klick drauf und auch hier gibt es gleich 4 verschiedene Möglichkeiten, die wir machen könnten, und am realistischsten ist wahrscheinlich diese hier, ein Explorer. Ja, Explorer 1 ist auch das, was in der Geschichte tatsächlich der erste USA-Satellit gewesen ist. Während der Orbiting Frog Otolith, der ganz unten steht, hört sich sehr fantasiereich an. Von dem habe ich noch nie etwas gehört. Das ist eine Besonderheit des Spiels, dass man zwar einerseits die richtige Geschichte nachspielen kann, die man Schritt für Schritt genau das durchführt, was damals die Amerikaner halt gemacht haben, oder die Sowjets, wenn man die spielt. Man kann das allerdings auch komplett beiseite schieben, sich seine eigenen Ziele setzen und irgendwelche utopischen anderen Missionen sich als Ziel setzen. Nur wird man dann unbedingt das Wettrennen zum Mond als nicht unbedingt gewinnen, weil man dann halt so viele Schlenker macht. Aber es gibt ja auch die anderen Modi. Es gibt ja auch diesen Sandkastenmodus, den ihr zu Beginn gesehen habt. Da ist das ein bisschen anders, wie man motiviert wird. Da werden einem wahlweise lang- oder kurzfristige Ziele gesetzt. Aber das müsst ihr vielleicht auch mal selbst entdecken. Klicken wir mal hier auf den Explorer drauf. Und ihr seht, wir haben auch hier wieder die Wahl zwischen zwei verschiedenen Zielen. Ja, Explorer 1, das obere, das ist das historische Vorbild, das ist die einfachste Version. Meistens stehen die einfachen Varianten immer oben und da unten ist es dann erweitert, zum Beispiel indem die Mission ein paar neue zusätzliche Ziele hat oder indem sie länger läuft. Die erweiterten Missionen bringen tatsächlich nachher auch mehr Prestigepunkte, aber sie sind auch schwieriger zu erreichen. Also wäre das vielleicht was, wenn man erstmal weiß, wie es abläuft, dass man sich dann an so etwas ranwagt. Mhm. Ich frage mich gerade, achso, da unten komme ich wieder zurück. Jetzt auch mal rein nüchtern von der Spielmechanik betrachtet, Olaf hat es angesprochen, der Hauptunterschied ist dieser Prestigewert. Das hier, das würde nur eine Runde dauern, glaube ich, also die das ins All schicken. Hier steht, 3 Flugleiter benötigt man, Missionskosten sind im Augenblick noch nicht bezifferbar, weil uns die Gebäude dafür noch fehlen. Ist relativ leicht zu machen und hier wieder zurück. 1650 Prestigepunkte braucht es. Hierfür bräuchte man halt länger. Und es bringt eigentlich nur unwesentlich mehr Prestige, nämlich 1900. Deshalb wäre mein Vorschlag, wir bleiben hier bei der wirklichen Geschichte.
Ja, bin ich einverstanden. Also klick darauf und wir bestätigen das. Ja, werden wir machen und verbraten jetzt unseren ersten Dollarbetrag dafür. Aber juhu, das Programm wurde erfolgreich geöffnet, eröffnet und wir werden jetzt automatisch weitergeleitet zu dem Bildschirm, wo wir auch als nächstes hin müssen, nämlich zum Missionsmanagement. Ja, bisher haben wir eigentlich nicht viel mehr gemacht, als auf einen Aktenordner Explorer 1 geschrieben. Jetzt brauchen wir auch noch etwas, um das Ganze mit Leben zu füllen. Ich zeige für diejenigen, die das Spiel auch mal selbst spielen wollen, wie man da auch sonst hinkäme. Also dieser Button hier, den gibt's immer rechts unten, zurück zum Weltraumbahnhof, also zu unserem Startbild. Und man kommt auch über die Gebäude oder über die Buttons dahin. Also falls man dann doch mal anders klicken möchte, hier über die Zentrale, Klick auf die Zentrale, Klick auf den Himmelskörper Erde, Klick auf den Forschungssatelliten und jetzt habe ich mich tatsächlich, nee, hier, Verwaltung der Programme, da ist es. Das ist unser geöffnetes Programm, Explorer 1, jetzt sind wir hier. Puh, die erste Chance für mich, mich zu blamieren und ich habe sie leider versiebt, ich habe es nicht geschafft. Ja, das sind die bürokratischen Hürden, die NASA ist ja schließlich eine Behörde. Oh ja, das stimmt. Entschuldige, jetzt muss ich glatt husten. Ich bin versehentlich hier mit meinen Ärmelschonern auf einen Aktenstapel draufgekommen und der Staub wurde hochgeweht. Kann ja mal passieren. Das war der Staub der Geschichte, den ich eingeatmet habe. Was ich cool finde, ist übrigens die Hintergrundmusik. Die passt wirklich, finde ich, hervorragend in die Zeit rein. Vermittelt sehr viel Atmosphäre. Solche Musik wird auch beim Kennedy Space Center, wenn man als Besucher hinkommt, die ganze Zeit gespielt. Überall, vor allen Dingen auch draußen. Und es ist tatsächlich sehr atmosphärisch reichhaltig dadurch. Man fühlt sich ein wenig heroisch, obwohl man nur da sitzt und ein paar Pommes isst, wenn man Pause macht. Aber es ist irgendwie ein ganz tolles Gefühl durch diese Musik. Also ich fühle mich auch ganz glorreich, nicht nur wenn ich Pommes esse, sondern auch wenn ich mich durch den Space Program Manager durchklicke. Jetzt fehlt uns noch einiges zum Start überhaupt. Was fehlt uns alles, um den Satellit hochzuschicken? Zum Beispiel das hier. Ihr seht ja gleich, hier ist das Icon, wird gar nicht richtig angezeigt. Da ist ein X. Ich klicke mal drauf. Uns fehlt eine Trägerrakete. Ja, nicht auf das X klicken. Dann entfernen wir die Möglichkeit, eine Trägerrakete zu machen. Dann müssen wir den Satelliten hochschmeißen. Das wird nichts. Das wäre schwierig. Das klappt wahrscheinlich nicht so richtig. Da müssten wir wirklich die Spezialastronauten haben, die es auch hinkriegen, auf über diese riesigen Ranken 100 Kilometer ins All hoch zu klettern. Wir müssen ein Gebäude errichten erstmal. Ja, das Vehicle Assembly Building, ist es nur eine riesige Halle, in der die Raketen zusammengebaut werden. Jetzt werden wir ein wenig unhistorisch, denn das VAB, wie die Amerikaner sagen, wurde erst für die Apollo-Raketen, für die Mondraketen gebaut und noch nicht für unsere kleineren Missionen. Aber wir machen das trotzdem, weil das nämlich unbedingt notwendig ist, um überhaupt eine Rakete zu bauen in diesem Spiel. Damit sind wir wieder hier in unserer Startwelt, in unserem Weltraumbahnhof und hier seht ihr links unten den Konstruktionsmodus. Wenn man darauf klickt, dann pass mal auf. Erscheint hier alles gelb und schwarz umrandet. Jetzt wird gebaut, sagt uns diese Warngirlande, die hier auftaucht rund um den Bildschirm. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke, auf den leeren Baugrund Nummer 7, dann können wir das VAB bauen. Klick darauf und es kostet natürlich Geld. Und zwar nicht nur für den Bau, sondern später kostet jedes Gebäude auch für den Unterhalt in jedem Jahr ordentlich Geld. Das können wir uns aber leisten. Wir schauen uns gleich mal das Budget an und dann sehen wir, das kriegen wir durchaus gestemmt. Und notfalls gehen wir einfach mit der Kappe oder mit der Mütze durch die Reihe unserer Zuschauer auf YouTube und sammeln ein bisschen Geld ein. Wir bauen das für 800 Dollar, zwei Runden lang. Klicken hier drauf. Und jetzt seht ihr hier, ein Gerüst steht immerhin schon mal. In zwei Runden steht das Gebäude hier und dann können wir erst die entscheidenden nächsten Schritte machen. Was machen wir als nächstes? Was ist der nächste Schritt zum Ruhm, Olaf? Ja, jetzt, nachdem wir das Gebäude gebaut haben, weiß ich nicht, gibt es so fürchterlich viel zu machen? Ja, wir haben noch keine Leute, die überhaupt die Arbeit übernehmen. Wir könnten ein paar Leute einstellen. Ja, wir sind nicht bereit, die Arbeit ganz alleine durchzuführen. Wir brauchen noch ein paar Herrschaften. Wir gehen mal dahin. Schaut mal hier links, das zweite von links. Das ist das Gebäude, wo man schaut, wer alles für einen arbeitet. Da klicken wir mal drauf. Und hier haben wir eine ganze Reihe von Leuten mit
Namen und mit Werten. Die haben nämlich unterschiedliche Fähigkeiten. Der Prozentwert gibt an, wie fit jemand ist in dieser einzelnen Kategorie, ob der sehr gut ist beispielsweise daran, Raketen zu konstruieren, die auch tatsächlich halten, wenn man sie in den Weltraum schießt und nicht gleich explodieren. Ob die gut sind beim Bau von Raumsonden, von Raumschiffen, von Raumanzügen, im Augenblick noch nicht so wichtig. Und dann gibt es noch verschiedene andere Werte, wie viel Geld die brauchen pro Runde. Klar, je besser die sind, desto teurer sind die auch. Arbeitsmoral, das finde ich auch ganz gut. Da ploppen Tooltips auf, die einem ein bisschen erklären, wie wichtig das ist. Also Arbeitsmoral ist eigentlich so ein genereller Wert, der ganz wichtig ist für alle möglichen Fähigkeiten. Und die Lernfähigkeit. Lernfähigkeit spielt dann eine Rolle, wenn man die Leute ins Training schickt. Ja, die müssen am Anfang erstmal alle ins Training. Die haben zwar schon so ein paar gewisse Grundfähigkeiten, aber müssen zunächst in ein allgemeines Training rein. Und später kann man sich überlegen, ob man ihnen noch Spezialtraining zugedeihen lässt. Und dann ist es umso erfolgreicher dieses Training, je höher die Lernfähigkeit ist. Sollten wir vielleicht alle jetzt der Reihe nach in eine zusätzliche Ausbildung reinschicken, um die ein bisschen fitter noch zu machen? Na, erstmal müssen wir uns aussuchen, wen wir überhaupt haben wollen. Und dabei müssten wir auch auf das Alter achten, denn je älter jemand ist, umso mehr Fähigkeiten hat er vielleicht schon, aber der geht auch nachher früher in Rente, bevor wir auf dem Mond gewesen sind zum Beispiel. Das dauert ein bisschen. Du bist nicht so optimistisch, dass wir schon in 2 oder 3 Jahren auf dem Mond sind anscheinend. In 2 oder 3 Jahren glaube ich nicht. Ne? Ja. Also er sollte vielleicht nicht in den 40ern sein. Eher gibt's ja gar keine Frau. Steven, Noah, Gage, Dalton, Caleb. Ich glaube, es geht wirklich darum, einen Mann auf den Mond zu schicken. Ja, wir sind in den 60er Jahren. Da war das mit der Gleichberechtigung und der Quote noch nicht so weit. Ja, wir sind sogar in den 50er Jahren, noch früher. Oh, unglaublich. Oh. Ich war meiner Zeit wieder voraus. Ja, aber das ist, glaube ich, viele junge Genies, die leiden darunter, dass sie ihrer Zeit voraus sind. Aber ich verstehe dich trotzdem. Das Dumme ist, 1955 war die NASA noch gar nicht gegründet. Details. Damals haben noch die einzelnen Zweige des US-Militärs versucht, Raketen ins Weltall zu bringen, haben es aber nicht wirklich geschafft. Und weil die Kräfte gebündelt werden sollten, deshalb wurde die NASA gegründet. Und das war 1958 erst. Oh, also ich glaube, wir wollen unsere Kräfte jetzt auch ein bisschen bündeln und gehen auch jetzt erstmal in eine zusätzliche Ausbildung und sind dann in der nächsten Folge wieder da, um mit euch zusammen hier diese Trainingsmissionen zuzuweisen und uns zu überlegen, wen wir von den Astronauten behalten wollen und wen vielleicht nicht. Bevor ihr euch jetzt wegklickt, danke, dass ihr noch da seid, möchte ich allerdings noch ein Dankeschön loswerden und einen Tipp auch loswerden. Es gibt eine Fanseite für Rundenstrategiespiele, speziell für Civilization, aber auch für andere Spiele, die heißt civilized.de. Den Link darauf, den platziere ich in die Textbeschreibung zu diesem Video. Und Kai, der diese Seite betreute, mit dem ich viel und gut und gerne zusammenarbeite, der hat sich vor einigen Wochen schon, ich hatte dieses Spiel von den vom Publisher von Slytherin nämlich schon etwa 1 oder 1,5 Wochen vor dem Release Ende Oktober bekommen. Der hat sich mit mir mal zusammengesetzt und einen ganzen Nachmittag mit mir zusammen sich das Spiel angeguckt, den Bildschirm mit mir geteilt, mir Tipps gegeben. Dafür ein dickes Dankeschön. Und der hat auf seiner Homepage, die heißt halt civilized.de, da hat er eine große Infoseite zu diesem Spiel, zum Space Program Manager. Und wenn ihr da mehr Infos wollt, Links haben möchtet, dann schaut doch da mal vorbei, auch generell eine Fanseite für eine solche Art von Spielen, von Rundenstrategiespielen, die ich euch wärmstens empfehlen kann. Ansonsten danke erstmal Olaf, danke euch für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns in der Folge 2 wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.